Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir gehen in der Zeitschiene ein gutes Stück zurück und starten mit dem Bauabschnitt Birkenbach, und zwar von Anfang an. Ursprünglich war hier gar keine Haltestelle, Ortschaft oder sonst irgendwas geplant oder vielleicht schon irgendwie ein ganz kleines Dorf. Aber am Ende hat sich hier schon auch eine Schienenanbindung angeboten. Also wenn hier schon die Strecke vorbeiläuft, und das ist jetzt auch schon wieder eine gewisse Distanz von Lauenburg entfernt, hat gut gepasst. Wird tatsächlich auch nur ein Haltepunkt werden im eigentlichen Sinne, also kein Bahnhof. Aber ihr seht schon, dadurch, dass ich hier eine konstant ansteigende Strecke habe, ist es schwierig, hier nochmal einen Bahnhof einzubauen, weil Bahnhof geht ja nur in der Ebene. Das heißt, danach wird es halt unter Umständen auch schnell dann zu steil. Man kann die Strecken nicht mehr miteinander verbinden und muss dann halt ein bisschen großflächiger ausbauen. Also quasi die Strecke insgesamt nochmal verlängern, damit das mit den Höhenunterschieden wieder zusammenpasst. Hier oben seht ihr schon, das wird dann der nächste Zwischenhalt. Das wird auch wieder ein ganz kleines Ding werden. Also das ist schon mal so der ganz grobe Ausblick. Aber erstmal muss hier wirklich mit der groben Kelle dran gegangen werden, hier mit Spaten und so weiter. Und muss das alles einmal wirklich hart umgebaut werden, dass wir hier die Höhenunterschiede überhaupt wieder, dass wir das zusammenbauen können. So, auch das hat noch nicht gereicht, ist immer noch zu steil. Also müssen wir hier diesen Bogen quasi oder dieses kleine Tal hier hinten noch ein bisschen erweitern und das Ganze noch etwas großzügiger ausfahren, quasi mit einem wirklich großen Gleisbogen. Das sind erstmal so die vorbereitenden Arbeiten, die ich hier durchführen musste, um irgendwie dahin zu kommen. Ja, relativ harte Arbeit, könnte man sagen hier. Ganze Terraforming, die Berge abtragen, ummodellieren und so weiter. Und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, dass es wieder, also von den Höhenunterschieden passt. Und jetzt muss es halt noch irgendwie halbwegs so hingelegt werden, dass die Gleise auch gut aussehen. Und ich glaube, so haben wir es ganz gut hinbekommen. Quasi eine großzügige Serpentine ganz am Ende. Und so haut das dann schon hin. Dann machen wir hier mit den Straßen weiter. Das eigentliche Kerndorf wird hier unten stattfinden. Also direkt, mehr oder weniger direkt am Seeufer. Bahnhof ist also ein gutes Stück außerhalb gelegen. Und es wird eher reduziert sein. Also man kann noch so ein bisschen was vom, sagen wir mal, historischen Kerndorf erkennen. Das ist noch übrig geblieben. Sieht doch alles sehr gepflegt aus. Schöne Gebäude und so weiter. Aber ein bisschen Tourismusgeschäft hat sich hier schon auch angesiedelt. Und irgendwann kam dann vielleicht der Bettenstopp. Dann durfte nichts mehr hinzugefügt werden. Keine weiteren Hotels und so weiter. Also ich habe versucht, so ein bisschen sanfteren Tourismus hier mit ins Boot zu holen, könnte man sagen. So, das übliche, bisschen Infrastrukturbau. Hier werden schon mal grob die Straßen verlegt. Wird sicherlich auch alles nochmal ein bisschen umgebaut. Aber im Großen und Ganzen ist das schon so das Endergebnis des Straßenbaus. Viel wird sich nicht mehr ändern. Und jetzt geht es hier nochmal ein bisschen an Terraforming dran. Und ihr seht, Bahnhof liegt doch ein gutes Stück oberhalb von der Straße unten. Und damit beginnen wir jetzt. Das ist quasi die Grundlage. Dann kommen noch ein paar weitere Straßen hinzu, ihr seht schon. Und wir kümmern uns erstmal um den Bahnhof selbst. Das ist der Ausgangspunkt. Ich habe da wirklich lange rumgetüftelt. Ich werde zukünftig, glaube ich, einfach dann auch vermehrt auf Vanilla-Bahnhöfe zurückgreifen, weil die sich ja eh schon ganz grob an der Schweiz orientieren oder sogar sehr an der Schweiz orientieren. Ist ja bekanntlich eine Schweizer Firma. Deswegen passen die Vanilla-Bahnsteigselemente eigentlich ganz gut. Hier habe ich jetzt aber mal was Österreichisches verwendet. Man möge es mir nachsehen, und habe das einfach als Schweizer Bahnhof quasi zweckentfremdet, und ihr seht schon, Probleme mit der Zaunmod, also auch diese Aufnahmen sind einfach schon ein gutes Stück älter. Aber derlei Aufnahmen werden natürlich dann auch bald der Vergangenheit angehören. Und ihr seht schon, es hat einfach massive Probleme bereitet, weil es wirklich schwierig ist, dann noch irgendwie sauber zu bauen. Also wenn sich das bis zum Ende durchgezogen hätte, hätte ich, glaube ich, irgendwann hätte ich aufhören müssen, mit dieser Zaunmod irgendwas zu machen, weil das einfach nicht mehr zu ertragen war. Also
wiederhole mich jetzt, glaube ich, schon zum 10. Mal, aber ich bin so froh, dass die Zaunmod wieder funktioniert. Ich sag's euch. So, also, kleiner Cut an der Stelle. So habe ich dann eben hier praktisch, wenn auch ein bisschen windschief, den Bahnhofsparkplatz gestaltet und hier eine unsichtbare Straße durchgezogen. Dann kann man hier Autos fahren lassen und auch Busse. Dann wird das Ganze hier mit entsprechender Textur angepinselt. Und übrigens diesen alten Übergang, den ich dort am Bahnhof gebaut habe, über die Gleise auf Gleis 2 rüber, hat auch den Hintergrund, weil ich habe tatsächlich für diese österreichischen Bahnsteigselemente habe ich keinen passenden Lift gefunden, der auf die Höhe gepasst hat. Sonst hätte ich das hier barrierefrei mit Aufzug gestaltet. Ging aber nicht in dem Fall. Und ich wollte es irgendwie ein bisschen anders haben. Deswegen auch diese österreichische Überführung, die sich dort befindet, ist, meine ich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, österreichisches Vorbild. Also das war dann so meine, ja, ein bisschen improvisierte Lösung. So, das ist offensichtlich die Bushaltestelle. Ich habe dann hier noch so ein bisschen den Übergang versucht, ein bisschen netter zu machen mit einer Rampe. Und für die Barrierefreiheitsthematik habe ich mir dann auch noch was einfallen lassen. Kommt dann aber, glaube ich, erst in der nächsten Folge zum Vorschein. Ja, ansonsten das Übliche. Fahrradunterstände gibt es, glaube ich, keine anderen. Bin mir nicht 100% sicher, aber da habe ich jetzt einfach die von der DB genommen. Die erfüllen ja auch ihren Zweck. Habe hier auch schon mal einen passenden Bus geparkt. Dann kamen bereits ein paar Gebäude dazu. Ich habe weitere Straßen und Fußwege verlegt. Und ihr seht das jetzt. Jetzt geht es so ein bisschen Step by Step. Ohne viel Zeitraffer. Es sind einfach nach und nach immer mehr Gebäude dazugekommen. Ich habe mich auch noch abgequält hier mit der Zaunmod in dem Fall zu dem Zeitpunkt. Habe trotzdem versucht, Grundstücke einzuzäunen und so weiter. Und jetzt haben wir schon einen relativ großen Zeitsprung gemacht. Die meisten Grundstücke haben jetzt schon ihren Platz gefunden. Einkaufsmöglichkeiten sind in Bahnhofsnähe entstanden in Form von einem Supermarkt und noch so einem kleinen anderen Geschäft. Das war es dann auch. Mehr gibt es hier nicht an Infrastruktur. Jetzt wird erstmal großzügig aufgeforstet hier in der ganzen Ecke. Mit dem Baumpinsel. Und ihr seht auch, Birkenbach-Viadukt kam dann erst deutlich später dazu. Der Baustart. Das hat zu dem Zeitpunkt noch nicht existiert. Und hier wird auch schon deutlich weiträumiger aufgepinselt. Einfach so für die Perspektiven und für die Kulisse außen herum. Und dieses Tal hier auf der anderen Seite des Tunnels wird dann auch praktisch der nächste Bauabschnitt werden. Begrenzt durch das Tunnel. Sagt man in der Schweiz nicht sogar den Tunnel? Kann es sein? Irgendwas habe ich da im Hinterkopf. So, gut. Dann haben wir hier schon mal die Grundstruktur der Ortschaft. Kann man, glaube ich, an der Stelle alles schon ganz gut erkennen. Und wir gehen so ein bisschen ins Detail. Auch viele der normalen Wohnhäuser, viele sind es ja nicht insgesamt, aber einige, zum Beispiel diese hier, die vermieten halt auch an, ja, Feriengäste, haben da im Laufe der Zeit ein bisschen umgebaut, haben Ferienwohnungen geschaffen und so weiter. Also das kommt hier auf dieses Areal dann noch so ein bisschen dazu, plus übliche Gartendekorationen in Form von verschiedenen kleinen Gebäuden, Garagen existieren hier auch, Carport habe ich schon dazu gestellt. Jetzt werden noch ein paar Texturen aufgepinselt hier. Schmuckliges kleines Grundstück. Parkende Autos, da sind auch einige davon, dürften die Gäste sein. Dann hier haben wir ja sogar so eine Art kleines Hotelgebäude. Unten am Seeufer befinden sich von der Sorte auch nochmal zwei. Und jetzt machen wir auch nochmal einen etwas größeren Zeitsprung. Das war dann schon wieder eine Woche später oder so. Da bin ich nochmal dran gegangen und habe dann doch nochmal hier quasi so ein kleines Dorfzentrum geschaffen mit zumindest so dem Nötigsten. Also Bäckerei, Imbiss, eine Wirtschaft und so ein Kram. Das, sonst wäre das hier wirklich ein bisschen arg wenig gewesen. Kleines Café für die Feriengäste und auch natürlich für die Einheimischen. Plus einen kleinen Parkplatz hier noch dazu. Auch alles so ein bisschen in Hanglage, deswegen immer ein bisschen schwierig zu bearbeiten, ein bisschen schwierig zu basteln. Logischerweise ist es in der ebenen Fläche viel, viel leichter, alles zu bauen. Aber dafür kriegt man in Hanglagen, sage ich mal, auch schönere Ergebnisse.
So, dann sind wir hier schon mit dem feinen Pinsel unterwegs und gehen schon in die Dekoarbeit hinein. Füllen mal hier den Außenbereich, den Biergarten auf. Versuchen das ein bisschen lebendig zu gestalten. Einfach rund um dieses kleine Dorfzentrum herum. Viele Fahrradfahrer unterwegs, die hier gerade Pause machen. Das sind, glaube ich, auch alle Fahrräder, die es gibt, die ich hier einmal aufgereiht habe. Und jeweils halt auch noch in verschiedenen Farben. Naja, und Schweizer Fähnchen, ne, um das hier ein bisschen zu unterstreichen, passt ja auch ganz gut dazu. Ich glaube, das haben sie auch ganz gern. So, dann hier, das ist ja auch so eine kleine Hotelanlage. Kriegt noch hier einen Pool spendiert. Plus irgendwie halt so ein bisschen Dekokram. Paar Bäume. Und eine Bushaltestelle. Habe ich, glaube ich, auch nochmal getauscht in der Zwischenzeit, bin mir nicht ganz sicher. Dann hier, das ist auch so ein alpines Gebäude übrigens, dieses kleine Café, was jetzt hier quasi oberhalb mit der Markise sich befindet. Habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt, dieses Breakfast-Dingens. Ist auf jeden Fall bei den alpinen Gebäuden mit einsortiert. So, und auch hier nochmal der letzte Schliff. Da werden nochmal ein paar Mäuerchen verbaut und so ein Kram. Wir packen nochmal den feinen Pinsel für die Texturen aus. Eine Bäckerei gibt's, ein paar Restaurants und das ist halt so im Wesentlichen so das kleine Dorfzentrum, wo man halt ein bisschen Geld ausgeben kann. Ansonsten ist das Ding eigentlich schon soweit fertig. Eine Kirche habe ich dort noch hingesetzt oberhalb und ein bisschen weiteres Gebastel kommt auf jeden Fall noch in der nächsten Folge dann mit dazu als Zeitraffer. Hier nochmal leichte Umbaumaßnahmen, denn hier wollte ich einfach nochmal ein bisschen anderes Tunnelportal haben. Da haben wir ja doch ein bisschen Auswahl. Dann habe ich das hier gewählt. Von Peugeot Racer, dieses wunderbare Tunnelportal-Paket. Habe das Ganze noch ein bisschen garniert hier mit Felsen und so weiter. Noch ein bisschen begrünt. Okay, und ich denke, das passt schon. Und hier nochmal ein paar Sicherungsmaßnahmen. Ah, ob ich mit dem Zauntypen hier zufrieden bin, muss ich mir noch überlegen. Ist doch ein bisschen dick aufgetragen, finde ich, die Sicherungsmaßnahmen hier rund um den BÜ. Aber andererseits sind auch viele Fahrradfahrer hier unterwegs und wer weiß, vielleicht geht das schon in Ordnung so. Okay, dann bewegte Bilder. Das war jetzt erstmal so das wesentliche Gebastel, was ihr zu sehen bekommen habt. Es wird aber nochmal einen Nachschlag geben, dann per Zeitraffer in der nächsten Folge. Zum Beispiel der Bahnhof bekommt auf jeden Fall nochmal ein kleines Facelift spendiert und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Rechts oben im Bild zu sehen, das habe ich, glaube ich, gar nicht gefilmt. Da wollte ich einfach nochmal für eine Buslinie irgendwie ein vernünftiges Ziel haben, habe das dann gar nicht aufgenommen. Aber da werden wir auch nicht mehr groß ins Detail gehen. Das ist halt auch nochmal irgendwie so eine kleine Ferienurlaubsanlage etwas außerhalb des Dorfes. Und ansonsten, was man vielleicht nicht in Zeitraffern zu sehen bekommt oder bekommen hat, seht ihr hier ja jetzt alles in den bewegten Bildern. Buslinie habe ich angelegt, aber die fährt ja eh schon eine ganze Weile durch die Gegend. Und ansonsten rollen selbstverständlich die Züge. Und auch hier habe ich jetzt mal einen IC 2000 in Doppeltraktion auf die Reise geschickt. Nicht nur, weil sich zum Beispiel 100 Dampf-Doppeltraktionen gewünscht hatte, sondern ich habe auch Bilder gesehen. Das ist also scheinbar jetzt nicht völlig unüblich. Deswegen gibt es einfach vermehrt jetzt mal die ein oder andere Doppeltraktion. So, hier, das sind quasi das Depot habe ich hingestellt, nur damit ich hier Busse kaufen kann, habe es dann aber stehen lassen und halt noch ein bisschen ausdekoriert und in die Landschaft integriert sozusagen. Wir blicken erstmal so ein bisschen auf den Bahnhof. Ich weiß, ist ein bisschen exotisch, ist das falsche Wort, aber ich weiß, das sind österreichische Bahnhofselemente, aber ich finde, das passt hier trotzdem ganz gut hin. Ich habe ja auch noch ein paar von diesen SBB-Schildern und so weiter dran geklebt. Und ich denke, das geht schon in Ordnung. So, hier kam auch noch allerhand Dekokram dazu, wie ihr sehen könnt. Also Werbeplakate, Litfaßsäulen und so ein Kram. Verkehrsschilder haben sich noch dazu gesellt.
Einige Grundstücke wurden auch noch mit Hoftoren ausgestattet und da hinten rollt der Kollege über das Birkenbach-Viadukt, was man wunderbar hier von dieser kleinen Hotelanlage sehen kann. Und aus der Gegenrichtung kommend hier nochmal der, ich glaube es ist ein Giruno, oder? Wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. In jedem Fall Stadler. Und Fernverkehr rollt hier selbstverständlich nur durch. Dafür wäre der Bahnsteig auch viel zu kurz. Also hier hält natürlich nur der Nahverkehr. Dann habe ich hier nochmal was ganz Nettes gebastelt. Wie man sehen kann, das ist dann praktisch... Hier geht es so ein bisschen serpentinenartig auf das darunterliegende Grundstück. Das habe ich leider nicht gefilmt. Deswegen zeige ich euch das jetzt so. Das Hoftor ist praktisch oben direkt an der Straße gelegen. Finde ich, ist ein ganz nettes Setup. So, dann haben wir hier die... wie heißen die noch? DPZ? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die können sogar, habe ich mir mittlerweile sagen lassen, kam in den Kommentaren, bis zu, ich glaube, in Vierfachtraktion sogar fahren. Üblicherweise aber maximal drei. Hier passt eine Doppeltraktion wunderbar rein. Und ich finde, der passt auch optisch hier sehr gut her. Deswegen darf der hier seine Runden drehen. Sehr schick. Kommt ja auch in ganz verschiedenen Ausführungen. Wir werden so nach und nach alles zu sehen bekommen. Ich tausche die immer mal wieder durch. Dann einmal so der Blick auf den Kern, das Dorfzentrum. Hier auch nochmal ordentlich mit Besucher, also mit Personenassets, alles ein bisschen vollgekleistert. Einige Gäste, die gerade eintreffen, hier auch noch Gepäck dabei haben und so weiter. Hier einmal kurz der Blick auf dieses Breakfast-Dingens. Oberhalb die kleine Kirche. Links Bäckerei. Und generell auch hier und da habe ich mal ein paar noch so Schweizer Werbetafeln und Fähnchen und so ein Kram aufgehängt. Einfach, um das noch ein bisschen zu unterstreichen, dass wir uns in der Schweiz befinden. Deswegen auch hinten die Postfahne zum Beispiel. Und hier Blick auf die umliegenden Gebäude. Vieles ist einfach aus diesem alpinen Gebäudepaket und ich finde, das passt alles sehr, sehr schön hier hin. Auch wenn natürlich diese Wohnanlage hier mit dem Pool und so weiter, das ist schon auch irgendwie ein unschöner Klotz, aber so ist es nun mal. Passt auf jeden Fall ins Szenario. Dann nochmal hier so ein bisschen der Gesamtüberblick über die ganze Ortschaft, über das Dorf Birkenbach. Und hier nochmal der namensgebende Birkenbach. Den kennt ihr bereits. So, da rollt der Panoramazug, wenn man so will. Ordentlich Fahrräder unterwegs, also inzwischen ist ordentlich Leben hier in die Bude gekommen. Und auch hier haben wir natürlich wieder schöne Möglichkeiten, dann diverse Rundreisen zu veranstalten, hier mit Auto und mit dem Zug hin und her mal eine Runde mit dem Fahrrad drehen. Da haben wir wirklich viele Optionen, werden wir dann auch demnächst natürlich in Angriff nehmen. Hier nochmal auch der Kollege mit Doppeltraktion. Und auch der verschwindet im Tunnel. Da ist irgendwie so ein komisches Dingens entstanden in der Mitte. Keine Ahnung, wo das herkommt. Vielleicht muss ich den Tunnel einfach nochmal ein Stückchen abreißen und wieder zusammenbauen. Keine Ahnung, vielleicht hilft das. Naja. Da kommt nochmal ein Giruno um die Ecke. Das könnte jetzt sogar nochmal eine Doppeltraktion sein. Ich meine, ich habe hier nochmal einen auf die Reise geschickt. Bei der Durchfahrt hier in Birkenbach. Am BÜ vorbei. Der Bus muss sich einen Moment gedulden. Und es ist in der Tat eine Doppeltraktion. Sehr schön. Talwärts fahrend.
schickes Teil. So, hier nochmal der Blick quasi aus dem Hotelzimmer vom Balkon gefilmt. Ist natürlich auch, muss man nicht dazu sagen, sehr, sehr beliebt bei Trainspottern, Eisenbahnfreunden allgemein, diese Location hier. Ja, da kannst du einfach deine Kamera hier irgendwie aufs Balkongeländer montieren und dann hier draufhalten und hoffen, dass der Hans ein paar schöne Züge fahren lässt. Gute Location hier. Tourischifffahrt kann man hier auch ganz gut erkennen. Fernverkehr, Nahverkehr. Oberhalb die Autobahn konnte man auch ganz gut erkennen. Und hier habe ich einfach nochmal so ein bisschen in die verschiedenen Grundstücke reingefilmt. Trachten natürlich darf auch nicht fehlen. Also hier passt das echt mal wie Faust aufs Auge. Wunderbar. Bisschen Folklore noch mit dabei. Grundstücke in Hanglage. Und da schlängelt sich dann hier so hoch bis auf die Höhe des Bahnhofes, wo dann die etwas moderneren Einkaufsmöglichkeiten sind, die zwangsläufig irgendwann dazukommen mussten. Schon allein wegen dem Besucherantragen. Die wollten natürlich irgendwann auch einen kleinen Supermarkt haben. Also haben sie einen bekommen. So, der rollt auch nochmal durch. Gab sogar Diskussionen, wenn der Besucherandrang und wenn das noch höher geworden wäre, noch mehr geworden wäre und es vielleicht keinen Bettenstopp gegeben hätte, hätte man tatsächlich darüber nachgedacht, die Bahnsteig, also den Bahnhof noch zu verlängern, umzubauen und hier tatsächlich auch Fernverkehrszüge halten zu lassen. Aber da hat dann zum Glück hier die Kantonsregierung möglicherweise dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben und haben gesagt, jetzt reicht's. Mehr brauchen wir hier nicht. Ein Nachtzug. Hat man den eigentlich schon? Da kommen jetzt dann auch demnächst einige verschiedene Varianten noch auf die Schiene. Sehr bunt gemischt. SBB, ÖBB, Nightjet-Ausführung hier. Und sogar noch einen deutschen Packwagen hinten dran. Packwagen übrigens auch vor nicht allzu langer Zeit erschienen. Ein ganzes Paket bei der Mod-Werkstatt. Aus verschiedenen Epochen auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Hier nochmal der Nachtzug. Nochmal mit einem anderen Packwagen versehen. Ja, den Schafen gefällt's. Gut, was haben wir noch im Angebot? Nochmal hier. Der schnucklige, diesmal ist es glaube ich der 5- oder 6-Teiler hier. Nochmal eine andere Variante. Und der ist auch schon wieder unterwegs Richtung Tal. Talwärts fahrend. Auch eine schöne Ausführung. Und bis vor kurzem, habe ich das schon erwähnt, hatte ich den überhaupt nicht auf dem Schirm. Wusste nicht, dass es den gibt. Aber passt sehr, sehr gut hierhin. Hier wird es übrigens nochmal ein paar Umbaumaßnahmen geben. Also direkt bei diesem Übergang hat mir dann doch am Ende nicht so gut gefallen. Da habe ich mir noch ein bisschen was dazu überlegt. Ich denke, das kriegt ihr in der nächsten Folge zu sehen. Hier auch nochmal Haltepunkttafel, ungefähr im Bremswegabstand. Und das ist dann eben schon der nächste Bauabschnitt. Verschwindet im Tunnel, kommt hier wieder raus aus dem Tunnel und ein bisschen was kriegt er hier schon zu sehen. Mini, winzig, kleiner Ausblick. Geht weiter bergauf und es gibt ein paar nette, schöne Naturszenerien hier zu sehen, denke ich. Könnte ganz schnucklig werden, hat Potenzial, würde ich sagen. So, dann kommt der Kollege nochmal eingefahren, beziehungsweise durchgefahren. Ich glaube nicht, dass der hier hält. Aber auf dem anderen Gleis kommt nochmal der Flirt 3 zum Stehen.
So, ach genau, hier habe ich ja, habe ich das hier echt noch mit drin. Hier seht ihr dieses kleine Häuschen, ne? Da müssen tatsächlich dann einfach Rollstuhlfahrer wohl oder übel vorsprechen und denen wird dann hier mit einer, vielleicht sogar mit irgend so einer Rampen- oder Tragevorrichtung praktisch übers Gleis geholfen. Das schon mal als kleiner Ausblick. Das war dann halt irgendwie so die Notlösung. Habe ich improvisiert und dann bin ich irgendwie auf diese Idee gekommen. Mehr dazu in der nächsten Folge. Aber das war die Idee, die irgendwie, weil irgendwie, ja, es war halt dann so null Barrierefreiheit gegeben und das wollte ich dann doch noch lösen. Sonst müssten die Leute wirklich komplett über die Straße außenrum, über den Bahnübergang und das ist ja wirklich keine Lösung. Und mit dem Rollstuhl kommt man nun mal nicht über diese Überführung drüber. Deswegen war das jetzt so meine Idee. Ja, dass da halt ein Bahnbediensteter in seinem Häuschen sitzt und dann quasi da Rücksprache halten soll, wann denn die Strecke frei ist, wann man da mit einem Rollstuhlfahrer drüber kann und dann erledigen die Jungs oder Mädels von der SBB diesen Job. Problem gelöst. Ja, hoffe ich zumindest. So, hier auch nochmal, das wird natürlich auch noch ein bisschen verfeinert, umgebaut. Hier die Anschlussstelle der Autobahn. Noch ein bisschen abgesichert zumindest. Ja. Kommen wir langsam aber sicher auch zum Schluss. Mit den letzten Perspektiven. Hier nochmal die Danzers-Lok. Würde man wahrscheinlich auch eher nicht vor dem Intercity sehen oder dergleichen. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe sie mal davor gespannt, weil wir sie, glaube ich, auch hatten wir sie schon? Naja, ich glaube vor irgendeinem Güterzug mal. So, dann hier nochmal der Blick vom Ufer aus auf das praktisch darüber liegende Dorf. Kirchenbau hat man gar nicht gesehen, aber mein Gott. Ich habe die Kirche dahingestellt und habe eine Mauer gebaut. Mehr ist es auch nicht. Ist also nicht so dramatisch, glaube ich, dass man das nicht gesehen hat. Ja, das ist der gesamte Bauabschnitt. Wie gesagt, es gibt nochmal einen kleinen Nachschlag in der nächsten Folge. Und danach geht's weiter in die nächsten Bauabschnitte hinein. Für den Moment soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.